Das musst du dir ansehen. Sehr beeindruckend. Ich kenne keinen Jäger, der so treffsicher ist. Übung macht den Meister. Ja, Nora, das ist Amy, meine Enkelin. Amy, das ist Nora. Hi. Ihre Mama ist mit Lisa befreundet. Schön, dich kennenzulernen. Finde ich auch. Und Nora ist eine berittene Bogenschützin. Sie macht das vom Pferd aus. Wow, das ist ja fantastisch. Ja, und sie ist eine große Nummer. Sie ist schon überall angetreten. Ich würde wahnsinnig gern mit dir arbeiten. Und als Lisa meinte, dass du Zeit hast, bin ich direkt hergekommen. Weswegen? Ich brauche deine Hilfe. Eigentlich gern, aber im Moment geht es nicht. Ich bin nun mal schwanger. Gratuliere. Ich habe vor 10 Monaten ein Baby gekriegt. Wirklich? Oh, wie schön. Ja, das ist schön, aber seitdem finden Doc und ich nicht zueinander. Und so kann man natürlich nicht in einen Wettkampf gehen. Sieh ihn dir doch an, bitte. Mir ist deine Meinung sehr wichtig. Okay, ich sehe ihn mir an. Danke. Das ist der Hammer. Ruhig, Doc. Doc! Komm schon. Siehst du, das meinte ich vorhin. Wenn er das bei einem Wettkampf machen würde, wären wir raus. Tut mir leid. Ich will nur allen beweisen, dass ich es noch drauf habe. Ich verstehe das. Braver Junge. Na komm. Na komm. Du bist ein ganz braver Junge. Unglaublich, dass er so anmutig sein kann. Er begreift ziemlich schnell. Er scheint eine gute Bindung zu dir zu haben. Aber geht es nicht eher darum, dass er den Zugang zu mir findet? Das ist der nächste Schritt. Jetzt solltest du mit ihm Liberty Work versuchen. Wie wär's? Ich denke, Liberty Work ist eher tänzerisch und ich war noch nie der Ballerina-Typ. Es geht nicht darum, anmutig oder zart zu sein, sondern eins mit dem Pferd zu werden. Versuchst du's? Okay, aber nicht lachen. Ich versprech's. Du auch nicht. Oh Mann. Okay. Na komm! Ja, brav! Gut so! Brav! Na bitte! Braver Junge! Na komm! Ich fühle mich bescheuert! Okay. Ich bin total fertig. Ja, machen wir eine kleine Pause. Ja. Haltet aber die Verbindung. Okay, versuchen wir es nochmal. Nora! Nora! Alles in Ordnung? Ja, mir geht es gut. Tut mir so leid, ich dachte wirklich, ihr wärt schon so weit. Das war dumm. Vielleicht hattest du recht. Vielleicht kannst du uns nicht helfen.